Wo die SV Elversberg ist, sind Titel und Trophäen nicht weit. Die Saison ein einziges wunderbares Märchen für Verein, Mannschaft und Trainer. Der Aufstieg in die zweite Bundesliga ist gerade erst perfekt und schon gibt es die nächsten Auszeichnungen für die SVE. Die Trainer, Kapitäne und Fans der dritten Liga haben gewählt. Horst Steffen, der Denker und Lenker, der Möglichmacher des Aufstiegswunders, ist Trainer der Saison. Jetzt werde ich bestimmt herzlich umarmt mehrfach und werde ein paar Selfies machen und Autogramme geben. Und ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Die Mannschaft trägt zu 100% die Handschrift des 54-Jährigen. In 4,5 Jahren in Elversberg hat Horst Steffen mit seinem mutigen Offensivfußball das Team geprägt und so geformt, dass es in der kommenden Saison völlig verdient in der zweiten Bundesliga spielt. Und auch der Spieler der Saison kommt aus den Reihen der Elversberger. Nick Woltemade. Der 21 Jahre alte Bremer hat sich in einem engen Rennen um den Titel gegen Ahmet Aslan von Dynamo Dresden und Bar Muaka Simakala vom VfL Osnabrück durchgesetzt. Ausschlaggebend für Woltemades Triumph das Fanvoting. Woltemade, das steht für Größe, Geschwindigkeit und Ballbehandlung. Doppelpack in 9 Minuten. Nick Woltemade. Der von Werder Bremen ausgeliehene Stürmer kommt in 29 Spielen auf 9 Tore und 9 Vorlagen. Ob Woltemade auch in der kommenden Saison bei der SVE auf Torejagd gehen wird, fraglich. Wahrscheinlicher ist eine Rückkehr nach Bremen. Der Vater des Erfolgs, Horst Steffen, hingegen hat seinen Vertrag bereits verlängert und leitet auch zukünftig die Geschicke der SVE. Und wer weiß, welches neuerliche Märchen im Saarland dann noch geschrieben wird. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.